Die Bundesregierung gibt Millionen Euros an Entwicklungshilfe in aller Welt aus. Deutschland wird massiv kaputt gespart und fürs Inland fehlt hier überall Geld. Wo das Geld hingeht und warum uns andere Länder jetzt auslachen, zeige ich euch in diesem Video. Also unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Los geht's. Die Ampelkoalition leistet wirklich ganze Arbeit bei der aktuellen Zerstörung Deutschlands. Neben der Vernichtung der Energieversorgung und des Automobilsektors wird nun brav auf Anweisung von Weltwirtschaftsforum und UN-Agenda 2030 an der Auslöschung des Bauernstandes gearbeitet. Dabei werden die Bürger jedes Jahr hier stärker geschröpft. Wir haben im Jahr 2023 die höchsten Steuereinnahmen von 960 Milliarden Euro gehabt und dazu kommen noch Sozialabgaben in Weltrekordhöhe. Dabei schafft es die Bundesregierung nicht mal, das selbstgemachte Haushaltsloch zu stopfen und hält hier drastisch an Inlandskürzungen fest. Es gibt kein Finanzproblem in Deutschland, nein, es gibt ein gewaltiges Verteilungsproblem. Wohin verschwinden diese gigantischen Summen, dass wir bei jedem Kauf, bei jedem Restaurantbesuch und bei jedem Tanken, nicht zuletzt bei jeder Gehaltszahlung dem Finanzamt überlassen müssen? Unsere ach so gewählten Volksvertreter, zum Beispiel Robert Habeck, der im Mai 2018 sagte, es gibt kein Volk und es gibt deswegen auch kein Verrat am Volk, verschenken unser Geld hier in aller Welt. Wir sollten uns immer wieder klar machen, das ist nicht das Geld der Politiker, was hier zum Fenster rausgeschmissen wird, nein, sondern das ist das Geld der Bürger in diesem Land. Der Report 24 titelt hier wie folgt: Untreue Verschwendung, Geld der Deutschen geht in die ganze Welt, zu Hause wird gespart. Wofür steht das Kürzel BMZ? Bundesministerium für Zügellosigkeit, Zweckentfremdung. Offiziell beschäftigt sich das Ministerium mit wirtschaftlicher Zusammenarbeit und Entwicklung. Eine Anfrage der CDU-CSU deckte, wohl jetzt völlig unabsichtlich, auf, was die Ampelregierung darunter versteht. Rund 62 Milliarden Euro gehen an Projekte wie grüne Kühlschränke für Kolumbien, Biodiversität in Thailand oder klimaneutrale Gebäude in Ägypten. Die Liste lässt einem vor allem angesichts des Bauern- und menschenfeindlichen Sparpakets der Ampel die Haare zu Berge stehen, während es hier im Ahrtal und anderen Katastrophenregionen in allen Ecken und Enden an Geld mangelt. Boah, das ist wirklich krass, meine lieben Zuschauer. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 62 Milliarden Euro werden hier in aller Welt verschenkt. Während die Bauern und Landwirte zurzeit überall gegen die Kürzung des Agrardiesels demonstrieren und die Milliarden Soforthilfe im Ahrtal sind bis heute noch nicht voll bei den Bürgern angekommen. Unfassbar, dass diese Regierung es nicht schafft, die Probleme im eigenen Land zu lösen, aber es gleichzeitig schafft, unser hart verdientes Geld zu verschenken. Dann heißt es hier weiter, eine Anfrage der CDU-CSU zu einem eigentlich gänzlich anderen Thema wurde vom BMZ wohl irrtümlich mit einer vollständigen Liste aktueller Förderprojekte im Ausland beantwortet. Dabei kann einem eigentlich nur noch schlecht werden. Hier der Link zur offiziellen Anfragebeantwortung. Diese Liste schauen wir uns gleich auch nochmal an. Die großen Brocken. Einzelprojekte, die mit über 100 Millionen Euro dotiert sind. Und dann geht es hier auch direkt los. Die klimafreundliche öffentliche Personennahverkehrssysteme in Lateinamerika. 106 Millionen. Modernisierung der Stromversorgung in Bangladesch. 131 Millionen. Klima-umweltfreundliche Staatenentwicklung, 150 Millionen. Finanzierungsfazilitäten, Entwicklung Indien, 208 Millionen. Ausbau sozialer Sicherungsnetze, 164 Millionen. Das sind freilich hier nur einige Beispiele. Die großen Milliardensummen ergeben sich hier aus den vielen kleinen Einzelpositionen, wo am unteren Ende beispielsweise ein ländliches Entwicklungsprogramm für Laos steht, das mit nur 500.000 Euro dotiert ist. Aber keine Sorge, geht man alle Positionen durch, kommt auch Laos hier nicht zu kurz. Insgesamt 39,8 Millionen Euro sind für das 8.700 Kilometer Luftlinie entfernte Laos vorgesehen, unter anderem für die Rechtsdurchsetzung im Forstsektor. Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen. Dann der Senegal mit 262 Millionen, der Jemen erhält 21 Millionen, Namibia 17,4 Millionen. Und auch die Weltmacht China kann sich über die deutschen Steuergelder aus Töpfen freuen. So regnet es 22,6 Millionen Euro für China und andere asiatische Länder für den Urban Act integrierte städtische Klimaschutzmaßnahmen für kohlenstoffarme und widerstandsfähige Städte. Indien, Land mit 1,4 Milliarden Einwohner, wird in den Fördervorhaben besonders häufig mit hohen Summen hier genannt. Wir haben auf, somit Indien erhält vom deutschen Steuerzahler Geschenke in Höhe von 1,7 Milliarden Euro. Unfassbar. Ja, was haltet ihr denn von der ganzen Steuerverschwendung, die hier in Deutschland zurzeit stattfindet? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich bin hier wirklich gespannt auf eure Meinung. Ich lasse hier auch jeden Kommentar zu, egal ob ihr pro oder contra seid. Bitte haltet euch, wie gesagt, hier immer nur an die YouTube-Richtlinien und bleibt auch sachlich.
Und wem nutzt diese absurde Verschwendung? Denkt ihr, meine lieben Zuschauer, dass nur ein einziges dieser Projekte im Sinne der deutschen Steuerzahler ist? Oder denkt ihr, dass ein einziges dieser Projekte zum heutigen Zeitpunkt eine demokratische Mehrheit hier finden würde? Ich würde doch hier sofort denken, dass es sich um grobe Untreue handelt. Und das müssen wir doch hier sofort gerichtlich stoppen und verfolgen. Wenn man schon kein Interesse daran hat, hier das Straßennetz in Schuss zu halten und den Bahnverkehr wieder pünktlich und effizient zu gestalten, könnte man beispielsweise die Erpressung der Menschen zu Rundfunkzwangsgebühren sofort beenden. Denn für die staatliche angeordneten Desinformationen hier in diesem Land nimmt man den Menschen via GEZ beispielsweise 8,6 Milliarden Euro weg. Und wenn wir uns die Übersicht der Länder anschauen, wo unser Geld hingeht, da stellt sich mir doch die Frage, bekommt Deutschland als Industrienation hier auch so viel Entwicklungshilfe aus anderen Ländern? Da es uns ja hier zurzeit besonders schlecht geht, würde man das doch für angebracht halten. Hier haben wir das Ranking der größten Empfängerländer der deutschen bilateraler Zahlungen. Und das war vom Jahre 2020. Hier haben wir 781 Millionen für Syrien, Indien mit über 500 Millionen, China, die größte Weltmacht, mit über 450 Millionen Euro. Das zieht sich hier runter. Äthiopien, Türkei, Indonesien, Afghanistan, Marokko, Jemen, Kolumbien bis hin zu Ägypten. Doch die Ampel begründet ihr Vorhaben wie folgt. Die Bild titelt vom letzten Monat, die Ampel gibt 5 Milliarden ans Ausland, trotz leerer Kassen. Wie kann das denn weiter sein? Und dann haben wir hier unten die Antwort, darum gibt es Geld für Afrika und die Ukraine. Wie immer lohnt sich ein Blick in die Details, so werden die 4 Milliarden Euro von der Ampelregierung nicht einfach an afrikanische Staaten verschenkt, sondern es geht um Wasserstoffprojekte, die auch die Zukunft Deutschland mit absichern sollen. Scholz erklärt, dass Deutschland Wasserstoff aus Afrika importieren müsste, wenn es die Klimaneutralität erreichen wolle. Zudem soll das Geld in einem längeren Zeitraum bis 2030 fließen. Die Zusage ist also nicht von der aktuellen Krise direkt betroffen. Doch wenn man das jetzt hier so liest, dann klingt so eine Erklärung vielleicht sinnvoll. Aber wenn wir uns dann mal die gesamte Liste anschauen, dann frage ich mich, welche Erklärung Olaf Scholz uns hier für 17 Seiten Entwicklungsausgaben nennen möchte. Denn der Bundestag antwortete hier auf die kleine Anfrage der Fraktion der CDU und CSU und schickt auch samt Liste von 17 Seiten einmal ein komplettes Schreiben raus, in dem man hier wunderbar erkennen kann, wo unsere 62 Milliarden Euro überall hinfließen. Die gehen nämlich nach Kolumbien, Chile, Thailand, Brasilien mit 11 Millionen. Dann geht es hier unten weiter mit 29 Millionen Indonesien, Philippinen. Dann haben wir hier 7 Millionen global. Und das Ganze zieht sich hier sehr spannend und interessant weiter. Ich verlinke euch das Ganze unten einmal in der Infobox, dann könnt ihr euch selber da gerne mal ein Bild von machen. Es sind, wie gesagt, einmal 17 lange Seiten aufgelistet, wo unser Geld überall in die Welt verschenkt wird. Aber die allergrößte Frechheit ist, dass die mit unserem Geld geförderten Projekte in aller Welt hier von der Bundesregierung nur stichprobenartig überprüft werden. Ja, meine lieben Zuschauer, ihr habt richtig gehört. Das heißt, man kassiert Geld von Deutschland und muss noch nicht einmal einen Nachweis erbringen, der dem Zweck hier dient. Der Hauke Verlag schreibt hier ganz klar, hört endlich auf, unser Geld in aller Welt zu verschenken. Die mit unserem Geld geförderten Projekte werden lediglich stichprobenartig überprüft. Nur bei 5% guckt sich die Bundesregierung an, ob es zweckgebunden verwendet wurde. Und wenn nicht, egal, vielleicht im nächsten Jahr. Ein besonderes schönes Beispiel ist Nigeria, das 640 Millionen für Klimaprojekte bekommt. Präsident Bola Tinubu kaufte sich davon jüngst eine Yacht im Wert von 6,1 Millionen Euro und schenkte jedem der 480 Nationalratsabgeordneten ein SUV im Wert von 138.000 Euro. Ein Klimaprojekt wie aus dem grünen Lehrbuch. Auch lobenswert, die Taliban in Afghanistan bekommen 371 Millionen. Diese Schandparteien, die an dieser Schandregierung beteiligt sind, haben es mit ihrer Klimaideologie geschafft, die Wirtschaft in Deutschland komplett zu zerstören. Denn das aktuelle Sparpaket, wegen dem in ganz Deutschland nicht nur Bauern auf den Straßen protestieren, soll hier eine Finanzlücke in Höhe von 30 Milliarden Euro stopfen. Und wenn man jetzt sieht, wie viel Volksvermögen für die genannten Projekte vergeudet oder verschwendet werden, dann könnte man eben dieses Loch mit diesen genannten Projekten damit stopfen und man bräuchte keine sinnlose Steuererhöhung für 2024. Solch eine Inkompetenz unserer Politiker lässt sich hier nicht mehr in Worte fassen. Die Regierung hat so viel Steuern zur Verfügung wie noch nie in der Geschichte unseres Landes. Was könnte man damit Gutes im eigenen Land tun? Stattdessen wird es hier in aller Welt verschenkt und die Bürger in Deutschland zahlen jetzt den Preis dafür. Ja, was haltet ihr denn davon, von solchen Projekten, die im Ausland hier finanziert werden? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich bin hier gespannt auf eure Meinung. Teilt das Video auch gerne mit so vielen Leuten wie möglich, damit ja auch jeder diese Missstände sehen kann.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Im Moment ist meine Reichweite noch begrenzt und wir schauen uns jetzt die Kommentare des letzten Videos an. Jetzt flippt er völlig aus, Özdemir wird heftig ausgebuht. Das ist unglaublich, was dieser Minister hier von sich gibt. Ein Fall für den Verfassungsschutz, das müssen wir uns hier nicht unterstellen lassen. Es ist wirklich unglaublich, weg mit ihm. Der hat scheinbar in den 2 Jahren Ampelpolitik extrem gelitten und er muss unbedingt hier sofort zurücktreten. Und wer nicht wird, wird Politiker. Wie gestört muss man sein, um auf solche Ideen zu kommen? Grün-vegetarische Herkunft Türkei, auf diesen Protesten angelangt, sollte man ein offenes Ohr haben für die Nöte der Volksernährer. Punkt. Da stimme ich dir zu. Und wenn du auch gerne hier im nächsten Video erscheinen möchtest, dann lass mir jetzt einen Kommentar da. Und wir sehen uns gleich im nächsten Video.